Guten Morgen und hallo zu Folge 30 von Monster Sanctuary. Ich hoffe, ihr habt einen besseren Morgen als ich, denn ich habe immer noch Internetprobleme. Jetzt habe ich auch noch WLAN-Probleme. Kann ich mein Licht nicht mehr steuern. Hoffentlich läuft es hier in Monster Sanctuary ein bisschen besser. Und ich würde sagen, wir machen direkt weiter hier mit unseren legendären Trainern. Ich habe jetzt aber aktuell mal die Spielgeschwindigkeit oder die Kampfgeschwindigkeit auf zweifach hochgestellt. Vielleicht können wir damit das Ganze auch noch ein bisschen beschleunigen. Eine Sache, die ich auch noch offstream gemacht habe, ich habe mal einen Suzune gelevelt, weil ich ja mal einen Charakter haben wollte, der den Gegnern seine Buffs klaut. Das habe ich auch für die Champions gebraucht und ich habe jetzt auch in der Zwischenzeit mal hier, wie man vielleicht sieht, so ein paar weitere Eier ausgebrütet. Von den ganzen Monstern, die ich bisher noch nicht ausgebrütet habe. Und jetzt fehlt mir nur noch ein einziges Monster, das ich noch ausbrüten muss. Dann habe ich alle. Das Einzige, was mir noch fehlt, ist jetzt der neue Terrabor aus dem DLC. Und den muss ich aber noch besiegen. Bei den Champions. Und bei den Champions muss ich auch noch, glaube ich, zwei andere Monster besiegen, damit ich auch das Achievement bekomme, alle Champions besiegt zu haben. Aber dafür brauche ich wahrscheinlich noch irgendwie ein besseres Team. Ich krieg's noch nicht hin. Ja. Aber deswegen ist jetzt der Suzune, oder das Suzune, die Suzune im Team. Und wir kämpfen einfach mal weiter und hoffen, dass es klappt. Suzune habe ich auf jeden Fall als Heiler geskillt. Ach du Scheiße. Anfällig gegen Debuffs. Ja, vielleicht hätte ich dann doch mal Angie nehmen sollen. Effektiv gegen Wasser und Wind. Das ist natürlich dann bei Putty nicht so gut. Probieren es mal direkt aus hier mit der Suzune, ob die das Gegenheil bekommt. Die ist nicht der krasseste Heiler, aber die hat halt super viel hilfreiche Sachen. Aber wenn wir Pech haben, stirbt uns unser erstes Monster direkt weg. Voll ganz schön viele Buffs. Okay. Und sterben direkt alle drei weg. Nice. Das klappt mit der Suzune scheinbar nicht so gut. Wenn das noch Sinn macht, weiterzumachen. Ich glaube nicht. Okay, also keine Suzune. Ja, die Frage ist, wer soll denn die buffen? Keine Ahnung. Ich meine, die meisten Debuffs hat eigentlich Terrael. Ich versuche es mal so. Können wir wenigstens vorher nochmal ein Schild machen. Ein bisschen hoch. Buffen. Und dann machen wir das gleiche nochmal. Auf jeden Fall die ganzen Debuffs mal wegmachen oder so viele wie geht. Jetzt haben wir über diesen scheiß Frost-Debuff drauf. Die scheinen ja trotzdem einigermaßen runterzugehen, obwohl wir kaum Schaden machen. Ich wirklich einfach gegenheilen. Oh Gott. Holy shit. Warum machen die so viel Schaden? Was zum Teufel?
Da kommen noch so viele von denen. Aufladungsstapel. Ach du Kacke. Was geht mit diesen Regenbogenpferden ab? Weil ist schon wieder weg. Pff, oh Gott. Was zum Teufel? Was passiert hier? Was soll ich denn da machen? Einfach drei Heiler mit Anki zusammen? Oder so? Es geht ja gut los. Also heute ist scheinbar einfach ein echt ein Scheißtag. Vielleicht ist auch das einmal das Problem. Einfach ein richtiger Kacktag. Jo. Ne, warte. Ich soll erst Anki ins Team holen. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie das läuft mit Anki und den Debuffs. Eieieiei. Also ich hoffe jetzt einfach mal, dass Anki dann ein paar Debuffs verteilt und der Rest heilt einfach gegen. Irgendwie so. Frage ist nur, was machen wir? Verteidigung auf alle? Gar nicht mehr richtig geskillt. Ach, die machen auch noch unsere Buffs weg. Ach du Scheiße. Ja, das ist einfach fucking insane. Tickern also langsam runter. Viel Schaden. Ich raff jetzt natürlich auch. Alter. Ich raff jetzt auch gerade wenig, weil das Tempo so schnell ist. Warum machen die so viel Schaden? Das stimmt nicht mit denen. Weil die 3000 Buffs haben wahrscheinlich. Aber wie soll ich dann das alles wegkriegen von denen? Ich muss gleichzeitig meine ganzen Buffs wegbekommen. Also wenn man dann Debuffs wegbekommen, muss denen die Buffs nehmen. Die haben Ladungsstapel bis nächstes Jahr. Holy shit. Was ist das für eine Scheiße? Ja, ne? Macht man da. Das ist so lächerlich. Das ist einfach nur lächerlich. Jo, die schaffe ich dann wahrscheinlich erstmal nicht. Geil. Wir stellen erstmal die Geschwindigkeit wieder runter, weil sonst raffe ich gar nichts. Oh, man kann sogar noch höher stellen. Krass. Tja, habe ich noch irgendeine andere Idee?
Wie soll ich die denn wegkriegen? Eigentlich fand ich meine Taktik gar nicht so blöd mit mehr Defensive, aber das reicht ja nicht. Ich meine, mit Wasser. Na gut, mit Wasser und Wind machen die natürlich auch super viel Schaden an meinen Dudes. Oh, was eine Kacke. Ich glaube, wir machen gleich erstmal einen anderen weiter und hoffen, dass wir da ein bisschen bessere Chancen haben. Alter, wenn ich schon die Buffs sehe. Wie viel Buffs die jetzt schon haben am Anfang? In den ersten 5 Sekunden. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ich mach mal direkt hier mal ein paar Buffs weg. Es wird auch nichts bringen, von einem Vieh ein paar Buffs wegzumachen. Oh, wie langsam der Kampf einmal mal vorkommt. Als wäre denn Zeitlupe. Ich weiß nicht, was besser ist. Bringt diese Phalanx irgendwie mehr oder bringt das Schild mehr? Und die Suzune kann halt AE-Heilung machen und jedem 2 Debuffs wegnehmen. Aber ist die Frage, ob wie viel bringt das bei diesen ganzen, bei dieser Menge an Buffs, oder bringt es dann doch mehr, den Gegnern irgendwie ihre Buffs wegzunehmen? Ich weiß es nicht. Ich meine, wir sind komplett vollgeheilt. Komplett Schilde hoch, komplett vollgeheilt. Und trotzdem keine Chance. Aber sie machen jetzt mehr Gewitter als Blitz. Und sowas, was hilft? Überleben wir dadurch mehr? Jetzt kommt wahrscheinlich ein Blizzard und dann sind wir im Arsch. Nee, machen wir wieder. Einfach nach 2 Runden ist man tot, egal was man macht. Ja, okay, das bringt nichts. Keine Chance. Keine Ahnung, was da abgeht. Wir machen jetzt, glaube ich, doch nochmal ein bisschen schneller, aber jetzt kommt es mir gerade doch ein bisschen sehr langsam vor. Dann machen wir wohl erstmal den nächsten und gucken mal, wie es hier abgeht. Vielleicht waren auch einfach die unten die einfachsten Trainer bisher. Jetzt habe ich Putty nicht mehr im Team. Scheiße. Ich Putty eigentlich wieder reinholen, jetzt haben wir hier 3 Heiler drin. Ich meine, ich könnte mir eigentlich vorstellen, dass die Suzune mein neuer Main-Healer wird, weil sie halt irgendwie alles kann. Kann halt nicht so krass, super krass heilen. Aber, kann halt Debuffs entfernen, sie kann die anderen Debuffs entfernen. Und so weiter und so fort, super viel. Und einen wunderschönen guten Morgen, Putty. Schön, dass du da bist. Wie geht es dir? Und was gibt's Neues? Noch einen Monat, dann 2-jähriges. Was, ich bin nicht mehr im Team. Ja, ich habe dich gerade kurzzeitig rausgenommen und jetzt wieder vergessen reinzutun. Ich bin gerade richtig versohlt von diesem Gegner da. Richtig auf den Sack bekommen. Bin ein bisschen sauer. Okay, 1,5 ist mir glaube ich auch noch ein bisschen zu schnell, vielleicht reicht es auch 1,25.
Hilfe! Das ist so schnell! Oh, da ist wieder der erste Gegner tot. Oh Mann, ey. Irgendwie ist heute ein Kacktag. Irgendwie kann ich den Tag gerade nicht leiden. Ja, eigentlich, wenn du das schreibst, Patti, würde ich eigentlich umso lieber mit dir drüber reden, weil das natürlich auch nicht schön ist, wenn es dir nicht gut geht, aber es muss natürlich auch nicht on stream sein. Ausbildung ist fertig, sehr gut. Erste Mal Nachtschicht. Eine OP Anfang September, okay. Aber das sind natürlich auch alles ein bisschen schwierige Stream-Themen, ne? Ich weiß nicht, wie viel du da drüber reden möchtest. Ich hoffe jedenfalls jederzeit, dass es dir einigermaßen gut geht. Und wenn nicht, dann wünsche ich dir, dass es dir besser geht. Schnellstmöglich. Und wenn man da irgendwie behilflich sein kann, dann let us know. Vor der OP habe ich Angst, das kann ich verstehen. Vielleicht ist die Suzuna einfach doch nicht so gut, wie ich dachte. Vielleicht ist das Problem. Suzuna ist nicht gut genug. Achso, ich wollte noch. Kann ich noch in die Option? Nee, ne? Ja genau, es kam, ich glaube vor mittlerweile jetzt irgendwie 2 Monaten oder so kam ein neuer DLC raus. Den haben wir dann weitergespielt, den haben wir aber eigentlich auch schon durch. Und also heute ist wahrscheinlich theoretisch die letzte Folge Monster Sanctuary. Und guten Morgen, Syrin. Heute ist theoretisch die letzte Folge, ich weiß aber noch nicht, es läuft gerade so schlecht hier. Keine Ahnung. Vielleicht machen wir trotzdem in dieser Folge Schluss, aber ich mache dann offstream noch so die 100% Geschichten. Ich weiß nicht, ob ich die noch onstream mache. Ja, aber den DLC haben wir eigentlich halt schon durch. Und ich mache gerade noch so Sachen, die ich im Hauptspiel nicht gemacht hatte. Onstream oder in dem Let's Play. So wie fange alle Monster, besiege alle legendären Trainer, erkunde die gesamte Karte und noch irgendwas. Besiege alle Champions, genau. Die Sachen habe ich nicht gemacht. Main Game. Das wollte ich jetzt eigentlich noch schnell nachholen, aber es geht leider nicht so schnell, wie ich erhofft habe. Was ein Problem ist. Eigentlich dachte ich, ich mache das hier noch flott fertig und dann kann ich mal wieder sagen, hier geil, wieder ein Spiel auf 100% abgeschlossen, aber gerade ist es doch ziemlich anstrengend, muss ich sagen. Traf ich jetzt erst, dass der Gegner gerade ein ganz komplettes Drachenteam hat. Wie geht's der Syrin? Spielst du denn aktuell irgendwas, Patti? Wie sieht's bei dir aus an der Gaming-Front? Irgendwas, was dir Spaß macht? Pokémon Arceus, ah, okay. Also auf den Klassiker quasi gegangen, beziehungsweise den etwas modifizierten, neu gemachten Klassiker. Etwas müde, etwas Rücken. Soweit okay, ja. Irgendwie heute ist alles scheiße, aber sonst geht's mir gut. Internet ist immer noch kacke, wie ihr wahrscheinlich auch gerade seht.
WLAN ist gerade irgendwie kacke. Ich kann mein Keylight nicht mehr steuern. Monster Sanctuary läuft gerade schlecht. Also bisher, seit dem Aufstehen, geht mir der Tag ziemlich auf die Nüsse. Aber sonst geht's mir eigentlich gut. Aber ist schon ein kleiner Downer, so als Start in den Tag. Oh boy. Help. Mir gefällt ja Arceus bisher. Giftbombe da. Oh, wir können den einen direkt wegschießen. Dann schießen wir den mal weg, weil der nervt mit seiner Erblindung. Ich wollte mir noch alle Assassin's Creed Spiele holen, die es noch für die PS4 gibt und welche ich noch nicht gespielt habe, aber money not available. Tyrael. Tyrael da. Jetzt, wo du die Ausbildung fertig hast, ist denn Money in Aussicht, dass du dir dann bald mal alle Assassin's Creed Spiele kaufen kannst? Guten Morgen, Andy. Hallo. Wer ist Money? Ah ja. Wen meinst du? I see what you did there. Gefällt dir gut? Ah, okay. Sidequests. Ah. Arceus spaltet ja so ein bisschen die Gemüter, aber... Die haben alle so eine hohe Ausweichchance. Ein bisschen nervig. Aber zumindest sieht es so aus, als würden wir diesen Trainer hier besiegen können. Habe ich gerade verfehlt oder habe ich keinen Schaden gemacht? Nee, das stand doch nicht da, dass ich verfehlt habe, oder? Was ist jetzt passiert? Wir haben nicht aufgepasst. Einmal kurz in den Chat geguckt. Fuck, ey. Da ist verfehlen. Okay, aber die sterben an den Dots. Vielleicht soll ich einmal diesen Heiler-Drachen da kaputt machen. Muss aber dazu sagen, ich habe die ersten Pokémon-Spiele nie gespielt, von daher kann ich es nicht vergleichen. Beziehungsweise das World-Design ist ein bisschen meh, aber sonst eigentlich ganz gut, meiner Meinung nach. Also ich habe ja auch nicht so viele Pokémon-Teile gespielt. Ich habe halt auch nur Rot gespielt, also von der Gameboy-Version. Dann habe ich Sonne gespielt, das war auf dem 3DS, und dann habe ich noch Schild gespielt, das war auf der Switch. Aber ich glaube, ich habe auch kein einziges Pokémon beendet, selbst Pokémon Rot habe ich nicht beendet. Aber Pokémon Sonne und Pokémon Schild waren mir zu langweilig, weil irgendwie alles zu gut funktioniert hat und keine wirkliche Herausforderung gab, und eigentlich war das die ganze Zeit so ein bisschen Walk in the Park. Und deswegen spiele ich halt lieber Monster Sanctuary oder hätte eher ein Auge auf Koromon geworfen oder so. Weil die, glaube ich, ein bisschen anspruchsvoller sind. Weil ich habe, also mir macht das keinen Spaß, wenn in Pokémon, wenn du da durchläufst. Die Story ist ja jetzt auch nicht so krass interessant, die ist ja auch eher für Kinder gemacht. Und wenn man links und rechts dann einfach alles weghaut, oh Mann, ey, dann weiß nicht, wird mir da ein bisschen die Herausforderung.
Rotsonne-Schild, besteht da ein Zusammenhang in den Namen? Also es gibt natürlich super viele Pokémon-Teile, die mit diesen Farben und so zu tun haben. Also Rot, Gelb, Grün, dann irgendwie Smaragd, Grün, jetzt kommt irgendwas mit Purpur, Karmesinrot und Purpur irgendwas raus. Ja, aber ansonsten Schwert und Schild bezog sich halt auf diese Supermonster, die da die Hauptmonster sind. Nee, es gibt super viele. Ich habe halt nur drei Generationen Pokémon habe ich gespielt oder angespielt. Insgesamt gibt es keine Ahnung wie viele, 7, 8, 9, weiß ich nicht. Kenne ich mich nicht mit aus. So, kann ich jetzt hier mal irgendwas killen, bitte? Jetzt ist leider ja Terrail nicht mehr da, mit dem wir die Monster vielleicht ein bisschen fesseln können, damit die nicht mehr so viel ausweichen. Macht es Sinn, hier irgendeinen anzuhauen? Treffen wir den? Jo. So, schon mal einer weg. Terrail ist noch hier. Okay, Terrail. Auch ein bisschen in meinem Team. Hier, guck mal, ich verfehle die ganze Zeit, weil du nicht da bist. Krieg das Vieh da nicht tot. Ich habe gerade eben, als ich Steam gestartet habe, wurde mir ein neues Spiel vorgeschlagen. Tiny Tactics heißt das. Kombiniert scheinbar Tower Defense, aber Maze Tower Defense. Das ist ja die, nach der ich eigentlich seit langer Zeit suche. Maze Tower Defense mit Auto-Chess. Kostet irgendwie 8 Euro. Ich weiß noch nicht, ob ich da mal einen Blick reinwerfen muss. Oder vielleicht gucke ich mir vorher mal ein Video an, bevor ich es selber teste. Jetzt habe ich schon wieder nicht angefangen mit der Heilung, ey. Ich spiele hier auch eine Scheiße zusammen. Vielleicht liegt es daran, dass ich nichts mehr hinkriege, weil ich einfach auch kacke spiele. Oh. Das ist zum Heulen. Ich freue mich, wenn dieser Tag vorbei ist. Ich habe noch gar nicht angefangen. Ich will schon, dass er vorbei ist. Mal sehen, was mich heute noch erwartet. Juhu, wir haben es geschafft. So, jetzt stellen wir aber, glaube ich, trotzdem nochmal die Geschwindigkeit auf, wenn es eigentlich ganz okay war. Wir stellen mal auf 1,25. Ab und an war es mir doch ein bisschen zu schnell. So. Ach, jetzt habe ich wieder vergessen, Patty ins Team zu nehmen. Och, Mann. Stimmt ja nicht mit mir. Warte, wir machen einfach irgendwelche Gegner und geben auf. Ich muss Patty ins Team holen. Ist doch nichts. Ohne Patty, ohne mich. Patty muss in die Patty. So, wen schmeißen wir raus? Ich glaube, wir nehmen die Suzune wieder raus. Suzune hat mir bisher kein Glück gebracht. So, Patty ist wieder drin. Als Strafe muss ich was trinken. Bei diesem Wetter. Ist bei dir auch so warm, Patty? Oder ist bei dir schön kühl? Oben auf dem Berg. Wobei, wenn du oben am Berg bist, bist du ja näher an der Sonne, ne? Müsste eigentlich wieder wärmer sein. Vielleicht ist auch mehr Wind. Wird nach Wasser mit mir geworfen. So. Bei dir sind 15 Grad. Eieiei. Also als ich heute Morgen ins Wohnzimmer gegangen bin, wir haben uns ja jetzt endlich mal so ein Thermometer-Dingens gekauft. Als ich heute Morgen ins Wohnzimmer gegangen bin, waren schon 30 Grad. Ich glaube, This is the Way wäre eine gute Strafe bei dem Wetter. Hast keine Chips. Also ich habe jetzt alle Fenster aufgemacht und ich habe noch nicht geguckt, wie es jetzt aussieht.
sich jetzt ein bisschen runtergekühlt hat, aber ja, als ich ins Wohnzimmer kam, waren es 30 Grad. Und guten Morgen, Dan, hallo. Ich hoffe, es geht Ihnen besser als mir. Nee, mach das nicht, Patty. Bei This is the Way muss ich einen Helm aufsetzen für 5 Minuten. Dann sterbe ich. Aber ich kann ja auch Kanalbelohnung einfach ablehnen. Ich muss die ja nicht machen. Nur weil ihr irgendwelche Sachen einlösen könnt, heißt nicht, dass ich die machen muss. Ich habe hier immer noch Hausrecht. So, anfällig gegen Wind, neutral und Feuer. Das heißt, wir nehmen Nushi und Patty rein. Oh, gleich Richtung Sport. Sehr gut. Jetzt noch die Frage, welchen Heiler nehmen wir mit? Oder brauchen wir mehr Heiler? Okay, die machen auf jeden Fall alle Schadensarten, die wir so haben. Magie, Magie. Nehmen wir wieder Shirley rein, wie immer. Shirley macht schon einen guten Job, muss man schon sagen. Weil so ein Schild am Start schon irgendwie geil wäre. Vielleicht kann Nushi ja direkt hier einen von denen wegballern. Nope. Vielleicht kann Patty ja jemand von denen wegballern. Nope, auch nicht. Schade. Oh no, Patty. No. Warum wollt ihr mich leiden sehen? Der Tag ist doch schon so schlecht. Wollt ihr ihn noch schlechter machen? Wir starten einfach mal mit der Feuersäule rein. Dan, gibt's heute noch einen Stream von dir, falls du noch da bist? Nein, Charlie, nicht sterben. So, jetzt kann Patty auch mit Damage machen. Wo macht Patty denn Schaden? Da Luftschaden. Oh, die haben schon wieder eine dumme Ausweichchance hier. Hilfe! Hilfe! Oh Gott, oh Gott. Okay. Wir kriegen langsam ein bisschen viele Divas, aber ich glaube, ich muss hier mit AE-Heilung gegenheilen, damit uns nicht alle drei Monster wegsterben. Okay, Patty ist leider nicht ganz vollgeheilt worden. That's sad. Warum haben die so viele Schilder? Warum buffen die so viel? Warum haben die alle Altern? Ach du Scheiße, die werden uns gleich richtig kaputt machen. Die werden immer stärker jede Runde. Oh fuck. Warum habe ich erst 2 Alternstapel? Und die schon 3. Jetzt hat er auch noch Ausweichen. Verfehle ich noch? Nee. Ich krieg die Typen nicht tot. Und auf lange Sicht verliere ich das Duell, weil die immer stärker werden und ich nicht. Und weil Patty tot ist. Weil Nushi tot ist. Oh nein. Alles klar, Dan. Ja, auch einen schönen Sonntag noch. Irgendwie habe ich gerade das Verlangen, muss das Feng Shui einfach auszumachen. Gerade gar keine Lust mehr. Läuft halt einfach überhaupt nichts. Nichts. Läuft alles schlecht. Guck mal, wie viele Buffs die haben. Ich könnte heulen. Heul schon die ganze Zeit. Das wird diese eine Folge, die niemals auf YouTube erscheinen wird. Wie soll ich die denn jetzt noch tot bekommen? Die kriegen doch keinen Schaden hier. Die heilen sich die ganze Zeit hoch und machen Schilde ohne Ende und buffen sich und werden immer stärker. Ich hab keinen Bock mehr. Was gut, es war auch
Es wäre ja auch zu schön, wenn ich einfach bei fast jedem Monster, legendären Monster-Trainer einfach so First Try durchgekommen wäre mit meinem Kack-Team. Das muss ja, ich habe ja gerade noch gejammert, dass mir Pokémon zu leicht ist. Dann darf ich nicht in Monster Sanctuary bei jedem legendären Monster-Trainer einfach so durchkommen. Also eigentlich kriege ich nur das, was ich mir gewünscht habe. Ich glaube, die kriege ich hier nicht mehr tot. Den Kampf können wir, glaube ich, abbrechen, wenn wir nicht eh sterben. Wie soll ich die denn jetzt noch down bekommen? Ja, das Spiel in Steam war Tiny Tactics, glaube ich, hieß es. Das musst du mir jetzt aber nicht schenken, falls du das vorhast. Oh. Ei. Erzählt mir doch lieber von euren schönen Tagen. Dann geht's mir vielleicht besser. Ich meine, was ja eigentlich ganz interessant ist, das Fesseln macht die Gegner doch theoretisch immer. Jeder Stapel, den ich hier drauf mache, macht die Gegner 5% schwächer. Und die werden jede Runde 3% stärker. Das heißt, die machen jede Runde. Ich mache sogar immer 2 Stacks pro Runde drauf. Das heißt, die werden jede Runde 10% schwächer und kriegen nur 3% dazu. Das heißt, eigentlich machen die doch nicht mehr Schaden, wenn Terrael dabei ist. Ich wurde heute Nacht geweckt, weil der Junge einen Käfer im Zimmer hatte, aber warum, wie hat der Junge denn den Käfer bemerkt, wenn er geschlafen hat? So, wie viele Debuffs haben wir hier? Machen wir eine Anti-Debuff-Heilung? Tja, hat er etwa Computerspiele gespielt, heimlich? Er wurde attackiert vom Käfer. So, durfte gestern ein Ikea-Paket von der Post holen. Und mir sind fast die Arme abgefallen, weil es bestimmt 20 Kilo schwer war. Durfte das dann 1 Kilometer schleppen? Ach du Scheiße. Er hat nicht geschlafen. Der hat so gebrummt und es war so laut, ja. Na gut, das kann ich verstehen. Wenn er gebrummt hat, das. Meine Mücke macht mich auch wach. Also ich weiß nicht, das war jetzt sicherlich kein Kilometer oder so, aber als ich die PS5 von der Post nach Hause schleppen musste und ich hatte noch ein anderes Paket und es war natürlich auch unhandlich und so, das war schon anstrengend, aber 20 Kilo für 1 Kilometer, holy moly, hat diese jetzt einfach Bodybuilder geworden. In der Firma haben die jetzt auch ein PS5, das ist ein riesiges Teil, ja, das ist sehr groß. Wir haben ja mal einen Witz darüber gemacht, mit Nushi. Aber ich weiß nicht, wo das Foto. Das Foto gibt es bestimmt irgendwo im Discord. Weiß ich wieder nicht, wo das ist. Da waren ja Nushi und Jasmin zu Besuch und die haben dann Ventilatoren gekauft. Genau, das Ventilatorfoto. Und haben wir auch, ja geil, PS5 ist da. Weil das Ding ja auch so riesig hoch war und auch so weiß-schwarzes Design hatte. Werde eh zum Bodybuilder wegen der Arbeit. Die ganzen Maschinenteile sind teilweise echt schwer und unhandlich. Patty einfach richtig bufft. Okay, langsam kriegen wir ganz schön viele Debuffs.
Wann setzt denn endlich dieses 25% mehr Schaden pro Runde ein? Vielleicht kriegen wir dann mal was tot hier. Wobei ich nicht weiß, ob ich das dann auch überleben würde. Auf lange Sicht. Und irgendwie passiert hier nichts mehr. Irgendwie ist das hier... Aktuell fühlt sich ein bisschen wie ein Schachmatt an. Ich krieg die nicht tot, aber wahrscheinlich kriegen die mich eher tot als... ich die. Aber die Zahlen gehen schon gut runter von denen, ne? Die machen nicht mehr so viel Schaden. Die einfach zu Tode getankt. Dauert halt nur der Kampf 30 Jahre. Aber sonst klappt's. Tyrael hat auch nichts Effektives, wobei hier hat er was Effektives gegen den. Aber eigentlich muss ich die ja weiter debuffen. Mehr Fesseln-Stacks drauf. Die machen wirklich fast keinen Damage mehr. Okay, außer er macht irgendwie schon noch Damage. Schleimageddon. Oh, jetzt haben wir den Buff. Jetzt 25% mehr Schaden für alle. Jetzt könnte es langsam aber sicher hier passieren, dass wir den Gegner tot kriegen. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt machen die auch 25% mehr Schaden wieder. Aber dadurch, dass ich die halt so krass gedebufft habe. Das große Problem ist nur, und da wird sich wahrscheinlich das dann erledigt haben hier mit dem Sieg. Sobald wir die drei Monster hier gekillt haben, kommen die anderen drei Monster ins Rennen von dem. Und dann haben die nicht diese ganzen Fesseln-Stacks drauf. Das heißt, die machen dann wieder richtig Schaden und one-shotten mich dann wahrscheinlich. So, Maschinenführer. Darf ich viele Schrauben öffnen, irgendwelche Menschen so krass anziehen, dass ich teilweise einen Verlängerungshebel brauche, um überhaupt irgendwas zu bewegen? Gibt's Maschinenteile, die ich allen ausbauen muss, oder Werkzeuge in die Stanzmaschine einbauen? Schon alles gut schwer. Wenn man das regelmäßig macht, dann braucht man kein Fitnessstudio mehr. Bin aber auch ein Lauch. Das IKEA-Pakete schleppen, genau dein Ding. Jo, wir machen langsam Damage. Was hast du denn auch so einen guten Appetit, Patty? Weil ich hatte ja auch mal eine kurze Zeit bei der Post ausgeholfen zu arbeiten. Und dann war ich hinten im Lager und musste dann immer die Pakete da von A nach B und Briefe und keine Ahnung was, Sachen umräumen und so. Also das war wahrscheinlich nicht so schwer wie deine Teile oder so. Aber es war schon recht körperlich anstrengend, die Arbeit. Und da konnte ich ja so krass viel mehr futtern als vorher. Dass ich dann irgendwann nach der Arbeit nach Hause kam und so einen Hunger hatte, dass ich dann zwei Pizzen gegessen habe. Ich habe dann eine Pizza in den Ofen geschmissen, Pizza gegessen und dann nach der Pizza dachte ich so, scheiße, irgendwie bist du immer noch hungrig. Dann habe ich noch eine zweite Pizza gegessen. Das
So, jetzt kommt das erste richtige Monster rein, was jetzt direkt richtig Schaden machen wird. Vielleicht müssen wir den direkt killen. Oh shit, geht hier Rail drauf? Nein. Vielleicht müssen wir direkt das neue Monster killen, bevor es Schaden machen kann. Falls Tyrael irgendeine effektive Attacke dagegen hat. Ist schon recht hungrig immer. Aber das ist auch eigentlich eine fiese Geschichte, oder? Wenn man das mal überlegt, dass ja auch meistens so diese körperlichen Berufe nicht sonderlich gut bezahlt sind, aber sie halt so anstrengend sind, dass du halt viel mehr essen musst, um diese Anstrengung, die Energie wieder reinzuholen. Also du verdienst eigentlich wenig, du musst aber viel mehr essen. Eigentlich unfair. Und guten Morgen, Lee. Hallo. Warte mal, wir kriegen ja sogar hier mit Scheiben mal angeblich das Mob down. Dann können wir eigentlich weiter debuffen einfach. Scheiße, er hat nochmal überlebt. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Oh oh, geht jetzt unser Tank drauf? Geht jetzt Tyrael und der Tank drauf? Okay, beide leben. Wir können wieder Festung machen, das ist gut. Du bist von 2 auf 3 Meals hoch, ja okay. Achso, wenn man ein dünnes Hemd ist, der Tank direkt leer. Das heißt, kräftigen Personen geht das nicht so. Dann müssen wir uns da keine Sorgen machen. So, jetzt kommen zwei neue Gegner rein, die, wenn sie jetzt uns angreifen und sich nicht buffen, uns wahrscheinlich direkt killen würden. Aber bisher buffen sie sich zum Glück. Okay, der killt jetzt irgendwen von uns. Okay, Tank ist down. Aber dafür kommt Anki rein, können wir einfach noch mehr heilen. Und perfekt, Anki kann hier auch die Heilungsdinger entfernen. Bei dir hält das, okay. Aber wenn wir Glück haben, sind die jetzt einfach alle tot, sofort. Frage ist aber auch so ein bisschen, ob ich nicht besser Schaden mache, einfach mit Shirley. Damit so ein Monster auf jeden Fall tot ist. Aber vielleicht machen wir erst die Turbo und dann gucken wir, ob Shirley vielleicht noch irgendwas killen muss. Okay. Dann kümmert sich Shirley einfach jetzt um den Damage, so. Nein, der überlebt, der hat auch wieder dieses Wiederbeleben-Scheißding. Jetzt darf ich nicht sterben. Bitte nicht jetzt alle mit einem AE-Zauberer killen, bitte. Bitte nicht. War alles umsonst. Tyrael ist auch down. Jetzt muss Shirley... Scheiße, jetzt muss Shirley gegen zwei kämpfen. Fuck, ich glaube, das verlieren wir. Ich glaube, wir verlieren. Nein, ich darf nicht verlieren. Warte mal, wir können ja wiederbeleben. Hat er dann auch direkt 8 Stacks oder hat er dann keine Stacks mehr? Scheiße, das war die falsche Entscheidung. Tyrael macht jetzt keinen Schaden mehr. Kacke, jetzt gehen beide drauf. Misplay. Also wir lernen, wiederbelebte Monster haben keinen Rundenbuff mehr. Und der Elder Yell, der killt jetzt Shirley wahrscheinlich. Scheiße, alles war umsonst. Das war alles umsonst. Nein, eine halbe Stunde weggeschmissen. Ach Mann, ey. Wie bi den? Dann kannst du ja jetzt streamst du heute. Ich habe heute einmal ein großes Werbungs-Shoutout-Button gebaut, so wie der Arn den hat. Den habe ich aber noch nicht getestet. Den können wir nachher eigentlich mal testen. Und ich habe Coffee Junkies mal auf mein Stream Deck
hinzugefügt. Kann ich jetzt hier drücken. Dann geht das ganz schnell. So, also Debuffs, Mini-Schaden und Dings-Schaden. Was überlegen Sie? Weil kein Clip kam. Ja, in der Szene gibt es keine Clip-Funktion. So, Debuffs und Blood habe ich gesagt. Das heißt eigentlich Nushi, oder? Bei Dark Souls Core hast du auch unendlich wiederholt. Da kannst du das ja auch machen. Du meinst die Kämpfe? Ja, aber der Kampf ist halt. Da muss ich erst wahrscheinlich mein Team oder so umstellen. Falls du da jetzt meinst, den einen Typi da nochmal zu bekämpfen. Ich glaube, das bringt nichts, mit dem gleichen Team dann nochmal anzutreten und was anders zu machen. Voraussichtlich nachmittags, wenn das mit dem Sport durch ist. Ja, okay. Das heißt, wobei ich glaube, um 14 Uhr, wenn ich es richtig gehört habe, ne? 14 Uhr machen Andi und Möpi einen Tech-Bait-Stream zum Thema Automatisierung oder wie heißt das? Home Assistant oder so. Also falls ihr irgendwelche Home Assistant-Geräte habt oder euch dafür interessiert, 14 Uhr Andi und Möpi. 14 Uhr, 14.30 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr. Nach der Dusche dann. So, welchen Heiler nehmen wir noch mit? Shirley. Oder Debuff vielleicht? Heute Abend gibt es dann noch einen Stream von Legüm. Wahrscheinlich. Wisst ihr da auch schon Bescheid? Hier nach unserem Stream geht's bei Lee weiter mit Hollow Knight. So, okay. Alban Laban. Ist vielleicht ein guter Podcast-Name. Den ganzen Tag ist durchgetaktet. Hier wird keine Minute verschenkt. Jedes Mal, wenn ich zum Stream rüber gucke, dann leuchtet's rot. Mann, ey. Morgen werde ich wahrscheinlich mal bei Vodafone anrufen. Also habe ich mir vorgenommen für morgen. Anzurufen und zu sagen, mein Internet ist komisch, und dann sagen die wieder, haben sie schon mal Kabel ein- und ausgesteckt. Have you tried turning it on and off again? Autschen. So, das Doofe an diesem blöden Phönix ist, dass der halt wieder aufersteht, wenn er stirbt. Das heißt, den müssen wir dann nochmal machen. Aber bis jetzt sieht es ja so aus, als ob wir hier zumindest einigermaßen gegenhalten könnten. Dass wir Schaden machen und dann, wenn es auch lange dauert, aber so nach und nach kriegen wir die weg. Und wir selber laufen nicht unbedingt Gefahr zu sterben, außer unser Tank. Unser Tank läuft sehr Gefahr zu sterben.
Wir machen jetzt einmal wieder Doppelheilpower hier und können vielleicht mal ein paar Debuffs entfernen. Ist denn schon unser Wiederauffüllen ready? Nein, schade. Waffen wir mal unsere Heilerin, Nummer 2. Und machen den Phönix hier nochmal weg. Nein, Gift. Kill it. Kill it, kill it with poison. Anki und ich hatten gestern auch wieder eine richtig lange Session Elden Ring. Oh oh, Shirley. Halt durch, Shirley. Das hat auch wieder richtig Bock gemacht. Aber war auch ein bisschen anstrengend. Aber ich kann ja immer nicht so, ich würde eigentlich super gerne so richtig über Elden Ring ablabern, aber ich will auch nicht zu viel spoilern und so. So, was haben wir denn da? Lustiger Pinguin. Können wir den wegballern. Noch nicht instant. Komischen Drachen, da können wir auch nicht wegballern instant. Den Blob können wir auch nicht wegballern. Probieren wir es mal mit dem Gift. Vielleicht stirbt er dann am Gift direkt. Na, fast. Schade. Angie und ich haben jetzt wahrscheinlich den zweiten großen Dungeon in Elden Ring vollständig erkundet, bis auf voraussichtlich den Boss. Ich glaube, bis auf den Boss müssen wir nichts mehr machen. Wir haben jedes Dach erkundet, jede Wand gehauen. Also zumindest die offensichtlichen Geheimnisse müssten wir jetzt alle gefunden haben. Vielleicht gibt es noch so ein paar versteckte Wände, die wir übersehen haben. Aber wir haben gestern sehr viel Zeit darin investiert, nochmal alles abzusuchen und jedes Item, was man irgendwo in der Ferne sehen konnte, auch zu finden. Das war sehr aufwendig. Aber es macht sehr viel Spaß. Elden Ring macht echt richtig Bock. Richtig geiles Spiel. Bis es im Game Pass ist, meinst du, das passiert? Gibt es dann irgendwelche anderen FromSoft-Spiele im Game Pass? Ui, hier können wir einen direkt one-shotten. If you had one shot, one opportunity, dann kill it. Kill it with fire. Gibt ein Gerücht, dass Elden Ring in den Game Pass kommen soll. Glaub's aber auch nicht. Ja, okay, habe ich noch nicht von gehört, aber so allein daher, dass es bisher, glaube ich, noch keine FromSoft-Spiele im Game Pass gibt, würde ich das erstmal für unwahrscheinlich halten. Okay, ich glaube, Shirley muss sich selber mal ein bisschen debuffen hier, weil sie langsam zu viel Mana-Defizit hat. Mal von den Frost-Debuffs runternehmen. Und wir können wieder Schilde buffen. Okay, machen wir das nochmal. Schilde hoch! Naja, jede neue streamende Person startet erstmal mit einem Souls-Game rein. Von daher verkaufen die sich immer gut. Hier, du hast einen neuen Stream. Hier ist Dark Souls. Spielen Sie dies. Das bringt Ihnen Zuschauer.
ist wie so eine, weiß ich nicht, so eine Eintrittskarte zum Stream. Hier ist ihre Streaming-Software, Mikrofon, Kamera und Dark Souls. So, können wir hier irgendwie Schaden machen? Nee. Ach, das war mein Fehler. Ja, jetzt Elden Ring natürlich on Stream spielen sollen. Das ist ja auch nur so ein Joke. Es gibt ja mal diese Memes mit diesem Starter-Kit, Punkt, 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 Starter-Kit und dann irgendwie so immer die typischen Sachen, die die Leute machen, und Dark Souls ist auf jeden Fall, gibt auf jeden Fall sehr viele Streamer, die Dark Souls gestreamt haben. Weil die Community es ja auch verlangt, nicht unbedingt, weil die es selber spielen wollen oder sie denken, okay, damit kriege ich Viewer, aber weil die Zuschauer dann irgendwann sagen, hast du eigentlich schon mal Dark Souls gespielt? Willst du nicht mal Dark Souls an Streamer? Oder dann irgendwelche Community-Goals, wo man dann 12 Stunden Dark Souls spielen muss? Sowas. Sowas in der Art. Und dann macht man natürlich, was die Community verlangt. Wer ist man denn, dass man gegen die Community spricht? Juhu, wir haben einen Kampf geschafft. Yay. Nächster Kampf. Leutnant Spanky. So, Wind, Wind und Magie. Das heißt Putty auf jeden Fall. Vielleicht Nushi. Oder machen wir wieder Tanky. Tanky Safe Geschichte. Ja, wir machen mal Safe, glaube ich. Es hieß dann, spiel doch mal Dark Souls und spiel, was dir Spaß macht. Das war eine Falle. Tschö. So, können wir hier schon irgendwas... Können wir hier schon... Ach nee, jetzt haben wir das Ulti schon gemacht. Schade. Ich wäre es halt ganz nice, schon mal hier ein bisschen Schaden zu machen. Einen Combo-Counter zu nutzen. Ja, Rolle Frost hier drauf. Peterchen Frost. Greift an. Schilde. Oh, wir haben Blutungsgedöns drauf. Oh, oh. Nein! Der dicke Tank springt dazwischen. Scheiße. Das raff ich immer noch nicht. Warum haben die in ihren Teams Monster, die automatisch irgendwie zur Hilfe springen? Ich muss dafür eine Fähigkeit benutzen. Okay, ich glaube, wir müssen Putty mal entgiften, Entgiftungskur machen. Nicht, dass da noch was schief geht. Okay, shit. Jetzt können wir uns das Ulti nicht mehr leisten. Um es dir zu erschweren. Fies! Warum ist das Spiel gegen mich? Warum geben die nicht einfach alle auf und sagen, hier, da hast du deine Belohnung und dein Achievement?
Hilfe! Warum kriegt Patty so viel Schaden? Achso, wegen den 31er Blutungsstapel, deswegen wahrscheinlich. Wer macht denn hier Blutung von denen so viel? Genau, dann würde das Spiel Pokémon heißen. Ja, okay. Hat dich Patty gerade auch schon geschützt? Weiß gar nicht. Ja, doch, glaub schon, ne? Warum, was macht der hier nochmal genau? Der ist immun gegen. Der anfällig gegen Magie, aber widerständig gegen Wasser und Dings. Okay, also genau das, was ich habe als Magie mit Patty. Okay, alles klar. Lucky you, würde ich sagen. So, zumindest schon mal das erste Vieh weg. Aber wer von denen macht denn die Blutungsstapel drauf? Ist dieser scheiß Arachlich? Ja. Buddy! Okay, Eski's down. Safe, Patty! Patty muss leben! Mies dead, nee, noch lebst du. Jetzt ist auch Anki da. Anki kann diese Blutungsstapel ein bisschen entfernen zumindest. Du hast jetzt eh nur noch die Hälfte. Wir müssen jetzt nur gucken, dass vielleicht nicht so viel mehr noch oben drauf kommen. Können wir diesen scheiß Arachlich irgendwie killen? Nee, der ist halt immun gegen alles, was ich mache. Halt ein bisschen blöd. Aber wir machen das mal trotzdem, wenn der Fisch da wieder dazwischen springt, dann kriegt er wenigstens auch nicht Schaden. Wir versuchen mal den Arachlich zu killen, weil der ist am gefährlichsten. Blizzard. Bam, 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 bam. Okay, keine Blutungsstapel hinzugekommen, sehr gut. Vielleicht war es doch der komische Akklut. So, dann machen wir hier mal so eine Riesenheilung auf Patty drauf. Dann müssten, glaube ich, auch noch mehr von den Blutungsstapeln weggehen. 4 Stück, ja. Dann machen wir hier nochmal eine Heilung auf Patty. Und dann macht Patty hier irgendwas down am besten. Oh, reicht wieder nicht ganz. Oh, jetzt springt der dazwischen, ey. Kann das sein, dass die alle diesen Arachlich beschützen wollen hier in dem Team? Jetzt fängt er an zu vergiften. Er macht jetzt Taktikwechsel. Kein Blutungsschaden mehr, jetzt kommt Vergiften. Oh boy. Oh shit. Mission Patty muss leben. So, will noch jemand den Arachlich beschützen von euch? Nee. Nein, der hat nochmal wiederbeleben. Oh. Okay, er ist nochmal tot. Sehr gut. Die Buffs haben geregelt. Perfekt. Sind wir jetzt durch mit dem Gröbsten oder ist hier noch irgendwas gefährlich von euch? Oh, nochmal Blizzard. Kann es sein, dass dieser Pinguin nochmal genauso ist? Ich lasse Patty nicht sterben, wenn ich es nicht verhindern kann. Genau, die komische Schlange da killen. Das sollte eigentlich reichen, die wegzumachen. Na, ah, wenn nicht der dicke Fisch dazwischen springt. Wie heißt der eigentlich nochmal? Kugelfisch, so heißt er.
Halte durch, Patty. Wähle das Leben. Aber wie die es auch auf Patty abgesehen haben. Richtiges Mobbing ist das. Nee, da springt jetzt ein anderer vor. Nein, Kugelfisch weg. Kann er nicht mehr da vorspringen. Warum stirbt Patty wieder? Weiß auch nicht, weil das alles doofe Mobber sind. Die wissen, wie toll Patty ist. Und das können die nicht mit sich vereinbaren, weil die selber so von Hass zerfressen sind. Aber das lassen wir nicht zu. Ja, die wollen auch cool sein, genau. Aber niemand ist so cool wie Patty. Selbst so ein süßer kleiner Pinguin nicht. So, ich glaube, wir haben es geschafft. Ich glaube, wir haben es gröbst überstanden. Wir können uns entspannen. Und wieder einmal gehen wir siegreich aus diesem Kampf hervor. Yay! Next. Der sieht auch irgendwie wie einer aus, der viel mit Blutungsschaden macht mit seinen zwei Dolchen da. Wie spät ist es eigentlich? War schon gleich 9, eieiei. So, die sind alle, fast alle anfällig gegen Naturschaden. Das heißt auf jeden Fall Nushi und Terael. Ja, mit dem Schlüssel habe ich rausgefunden. Ich habe gestern nochmal in mein VOD reingeguckt von gestern auf 0,25-facher Geschwindigkeit, damit ich sehen kann, was diese Person oder diese Statue da noch gesagt hatte, was ich überklickt habe. Dann habe ich es gesehen. Aber ich wollte es ein bisschen nach hinten schieben, damit das auch alle sehen, die noch wach werden müssen. Weil zum Beispiel der Marcel hat ja gesagt, er hat irgendwie Party hart gemacht. Oh, das sieht aus wie ein komplett Offensivteam, was die da haben. Ist die Frage, ob wir direkt offensiv zurückoffensiven oder... Das machen wir dann mal spätestens zum Ende des Streams, dass wir da mal gucken. Oh, wir können vielleicht direkt hier einen wegballern. Eigentlich könnten wir es Facetanken, ja. Jetzt habe ich mich aber gegen Facetanken entschieden. Bin jetzt auch in die Offensive gegangen, war wahrscheinlich nicht so klug. Das würde aber zumindest den Kampf ein bisschen beschleunigen, falls ich nicht direkt sterbe. Dieser nervige Froststurm immer, ne? Ach du Scheiße! Okay, Nushi ist schon mal tot. Was macht man da? Ja gut, da müssen wir in die Defensive gehen. Wobei, wir können mit Anki noch ein bisschen debuffen. Wir kriegen hier noch ein paar Gift-Dots und gegen Gift sind die... gegen Gift sind die auch anfällig. Man muss Terael jetzt regeln. Jetzt ist Terael Patty. Oh ne, wieder so ein Buff-Klauer. Autschen, Terael. Please don't. Do not die. I don't give you the permission to die. Ich meine, eigentlich sind die Erblindungsstapel egal, weil ich glaube, Heilung kann man nicht verfehlen, wenn ich mich nicht irre. Und dann machen wir einfach nur die von Terael weg und auf den Heilern ist wurscht, wenn die nicht treffen können.
Frage ist halt nur, soll man direkt einen von denen wegballern, statt hier alle AE runter zu dödeln und mit der Zeit. Wir ballern mal direkt einen weg. Der ist eh nervig, weil der uns die Buffs klaut. Oh oh. Sollte er nicht etwa Anki sterben? Unangenehm. So, wen kann Tyrael denn jetzt killen? Oh, Schleimageddon ist aber noch nicht ready. Theoretisch könnte Tyrael damit killen. Aber 36% Chance, dass die ausweichen. Das ist natürlich ein bisschen schade. Aber eventuell sollte ich mich auch bemühen, die Monster tot zu machen, die diesen Altan-Stapel haben, weil die ja wie gesagt immer stärker werden. Das heißt, die gegnerische Party sollte ich töten. Es kann nämlich nur eine Party geben. Erael? Bitte nicht. Nimm mir das nicht an. Wir Tyrael einfach mal beschützen? Ja, ne? Tyrael beschützen ist bestimmt eine gute Sache. Wir können die Tyrael nicht so mobben. So, Tyrael könnte vielleicht... Achso, jetzt hat er nicht genug Mana, um seinen Ulti zu casten. Das ist natürlich schade. Das hier killt es eventuell sogar. Aber wir fügen einfach noch Verbrennung hinzu und dann stirbt vielleicht am Debuff. Nein! Warum verfehlt das so viel? Stirb am Gift, stirb am Feuer. Ah, sehr gut. Ist aber echt ein bisschen das Gegnerteam, ne? Also hier, na okay, Patty und Nushi sind quasi bei denen, sind übergewandert zu den Gegnern. Alles klar, Dan, viel Erfolg, viel Spaß beim Sport und bis im Laufe des Tages bestimmt mal. Machen Sie es gut. Danke fürs Reingucken. Viel Spaß. Gut Sport dir. So, okay. Schilde. So, hat Tyrael irgendwas, was hier instant killt? Nee. Ach komm schon. Dein Blick? Wenn Blicke töten könnten. Puh. Guten Morgen, Johnson. Hallo. Na, gut geschlafen. Ah, hier Shirley kann den killen. Finish him. Naja, okay. Hat trotzdem geklappt. So, was macht hier am meisten Schaden? Feuer-Debuff. Wieder ein Trainer weniger. Naja, komm, spielen wir es noch zu Ende hier. Waffen wir noch fertig. Yay, wieder ein Bosskampf geschafft. Huhu. Eine Träne nachweinen. So.
Das heißt, aktuell, Stand jetzt, jetzt haben wir hier wieder eine Etage fertig, allerdings sind auf dieser Etage zwei Gegner, die ziemlich stark sind. Die ich wahrscheinlich nicht so ohne weiteres schaffen werde. Vor allem der eine, ich weiß nicht, ob ihr den habt ihr glaube ich noch nicht mitbekommen hier, also die meisten von euch. Der hier hat mich richtig kaputt gemacht. Nacht viel zu kurz, ui. Aber gleich kannst du heute noch ein schönes Mittagsschläfchen reinschieben. Ja, bis jetzt hatte ich noch nicht so den schönen Tagesstart, aber ich hoffe, das wird noch besser. Relativ viele nervige Sachen. Bin echt mal gespannt, ob mein Keylight jetzt defekt ist oder ob es am WLAN irgendwie liegt. Wenn Anki aufsteht, wird alles gut. Na, ich hoffe. Ich hoffe, dann kriegt Anki keinen positiven PCR-Test. Das wäre noch schön. Dann haben wir erst gegen Conan den Barbaren kämpfen oder gegen den anderen Dude? Irgendwie sehen die hier ein bisschen freundlicher aus, aber vielleicht täuscht das auch. Deine Keylights haben auch gezickt. Also mein Keylight ist zwar jetzt gerade an irgendwie, aber ich kann es nicht mehr steuern. Ich krieg keine Verbindung zum WLAN hin, beziehungsweise dann wähle ich ein WLAN aus, aber dann sagt er immer, konnte nicht gefunden werden oder so. Haben die irgendein Update gemacht? Aber eine Sache, die auf jeden Fall wichtig sein kann, Lee, ist bezüglich WLAN mit 2G und 5G. Weil die Keylights können eigentlich nur 2G WLAN. Oder ist, glaube ich, besser oder verlässlicher. Oder können nur die. Ich glaube, die können sogar nur 2G WLAN. Also 2,4 GHz. Und eventuell musst du dann auch, so wie ich das dann machen musste, dein WLAN splitten. Dass du einmal ein 2,4 GHz WLAN Kanal hast und einen 5 GHz WLAN Kanal, die du separat ansteuern kannst. Aber vielleicht hast du das Problem auch nicht. Nur damit du es schon mal gehört hast. So, Wasser, Magieschaden und keine Ahnung, was der für einen Schaden hat, der Typ. So, das heißt, wir können eigentlich mit Putty anfangen. Und das sieht irgendwie nach einem sehr tankigen Team aus, was die da haben. Also Heiler und Tanks. Die Frage, spielen wir auf Zeit? Können wir direkt die Katze wegkritten, vielleicht, mit ein bisschen Glück? Nope. Rambock. Oh shit. Anti-Heilungs-Buff, das ist doof. Nicht die Katze, doch, die müssen weg. Das sind Gegner. Wir haben ja noch eine eigene Katze im Team. Die kann am Leben bleiben. Aber die gegnerische Katze muss weg. The cat must die. So, haben wir schon Debuffs? Einen Debuff haben wir. Ja, wir machen die Katze direkt weg. Weg damit! Sie macht nur Mittagsschlaf, genau. Alles klar. Schönes Frühstück dir. Also ich glaube, der Brutus ist halt eigentlich der Damage-Dealer bei denen. Gucken, wie wir die wegbekommen. Okay, der Dodo ist auch anfällig gegen Eis. Dann machen wir da einfach die Taktik weiter und versuchen den wieder als erstes wegzuhauen. Aber eventuell, wir sind gerade irgendwie ein bisschen overhealed, ne? Vielleicht sollten wir doch noch einen zweiten
zweiten Damage-Dealer reinholen. Ein Gorilla-Bocklöwe? Ja, ja, könnte sein. Vielleicht doch den Brutus zuerst weg. Ich glaube, die Ziege ist auch so eine, die ab und zu mal einfach zwischen die Leute springt. Ich glaube, wir machen mal. Okay, der Dodo auch scheinbar. Aber gut, ich wollte ja eh gucken, ob ich den Dodo oder den Affen angreife. Wir machen wohl doch erst den Dodo weg. Dodo must die. Und ich glaube, wir nehmen mal... Ich weiß nicht, nehmen wir Shirley raus? Oder nehmen wir den Tank raus? Ich glaube, wir nehmen den Tank raus. Machen wir mal Terrael rein. Oder holen wir Terrael rein? Nee, eigentlich sind die alle nicht anfällig gegen Blatt. Dann holen wir Nushi rein. Deado. Meinst du wegen Dedo oder wie Deabo? Oh shit, jetzt tankt die Ziege den Kram weg. Das ist halt echt die ultimative Defense-Gruppe da drüben. Dedo wie Dead Dodo, okay. So, welche Attacke können wir dann machen, damit die Ziege trotzdem wenigstens ein bisschen Schaden nimmt? Wahrscheinlich dann die Spektralflamme auf den Dodo, damit die Ziege davor springt und den Schaden frisst. So. Dido. Dido. Was können wir hier machen? Ist auch irgendwie alles nicht so effektiv, ne? Müssen wir die Ziege zuerst killen? Wen kill ich denn jetzt von diesen ganzen Tanky-Viechern? Jetzt krieg ich doch ein bisschen Angst. Warum ist der Heilungsdings nicht weggegangen? Ich habe doch eine Heilung gemacht. Warum springt die scheiß Ziege jetzt schon wieder dazwischen? Die hat doch gar nicht den Tank-Buff gedingst. Ist das nervig mit so vielen Tanks. Das ist einfach nur, wenn du nicht gewinnen kannst, aber trotzdem deinen Gegner so lange wie möglich nerven willst. Dann machst du einfach Full-Tank-Team. Aber so langsam sterbe ich doch hier ein bisschen. Vielleicht müssen wir doch wieder Anki reinholen. Die Heilungs-Debuffs hier wegmachen. Warum gehen meine Anti-Heilungs-Stacks nicht weg? Ich habe doch eine Heilung gecastet. Dachte, das geht weg, wenn man eine Heilung castet. Wird am Ende des Zuges nach erhaltener Heilung entfernt. Ich habe doch gerade geheilt.
Wenn ich Pech habe, killt mich die Ziege dann gleich mit ihren 100 Stacks. Vor allem kriege ich ja offensichtlich die Ziege auch nicht down. Die ist jetzt schon wieder, also die schildet sich mehr, als ich sie attackieren kann. Der Monsterwechsel war scheinbar doch keine gute Idee. Patty ist auch gleich tot. Das wäre sehr schlecht, weil Patty ist eigentlich die Einzige, die auch nicht Schaden macht. Ich glaube, das müssen wir gleich normal machen. Wahrscheinlich sterben jetzt welche bei mir. Nee, okay. Gut, dann kann Anki jetzt die Dinger da entfernen, hoffentlich. So, und dann können wir uns wieder ein bisschen backuppen. Abbecken. Ist halt nur die Frage, ob ich diese Ziege irgendwann mal gekillt bekomme. Die Ziege hat auf jeden Fall große Mana-Probleme aktuell. Vielleicht kann sie einfach irgendwann nicht mehr ihre Attacken casten. Level 3. Okay, jetzt hat sie auch das Schild mal nicht gemacht, das ist gut. Das heißt, wir müssen auf die KI hoffen, dass die KI so dumm ist und halt keine Schildzauber mehr macht, sondern in die Offensive geht und ja. So, abbecken. Hochhüften, genau. Die Frage ist, gehen wir weiter? Ja, wir gehen weiter auf die Ziege, ne? Oh, springt der Dodo davor. Das gibt's doch nicht. Wollte ich mich eigentlich verkackeiern. Und jetzt fängt er seine Schildscheiße wieder an, oder? Ja. Oh, Alter. Dodo, ist das dein fucking Ernst? Aber gut, solange Patty nicht stirbt, ist alles okay, weil Patty macht jede Runde mehr Schaden. Jetzt kriegen wir auch noch den Gesamtschadensbuff. Jetzt machen wir alle 25% Schaden mehr. Aber wenn ich Pech habe, sterbe ich jetzt auch an dem Affen. Weil der Affe zu viel Schaden macht. Vielleicht sollte ich Shirley durch den Tank ersetzen. Patty ist der Wolf genau in der Mitte. Stirbt jetzt am Gift, bitte. Gut, okay, die scheiß Ziege ist weg. Jetzt müssen wir nur irgendwie überleben. Wenn wir diese Runde überleben, dann schaffen wir es vielleicht. Wenn jetzt jemand stirbt von uns, dann haben wir ein Problem. Okay, perfekt. Dann sollte es jetzt, glaube ich, machbar sein. Jetzt können wir nämlich schön die Schilde hier hochfahren. Schilde hoch! Und jetzt können wir hier richtig reindotzen. Ist egal, auf wen wir schießen, die sterben alle. Aber der hier stirbt weniger, weil er nicht ausweichen kann. Also der stirbt mehr, meine ich. Und der olle Löwe macht bestimmt auch Schaden, da müssen wir auch aufpassen. Inferno! Hier Blutungsschaden. Anki ist gefährlich gerade. Also gefährlich bedroht.
Aber wir können jetzt wieder ein Vieh killen. Das verringert den Gesamtschaden und dadurch hoffentlich überleben wir es irgendwie. Wir haben kein Monster bisher verloren. Jetzt verlieren wir wahrscheinlich eins, weil ich es gesagt habe. Ne? Jetzt geht Anki drauf. Nein, gut. Sehr gut. Wir sind wieder im Game. Machen wir den Affen weg. Ja, wir machen den Dodo weg. Dodo möchte zuerst sterben. Oh, ich habe ja noch gar nicht hier Dings gemacht. Ah, dann kann unser Tank den einmal weghauen, wenn er nicht verfehlt. Ah, er verfehlt, schade. Unangenehm. Kann Anki den finishen? Kann Anki auch was machen? Ha! Humiliating. So, geschafft. Belohnungskiste X. Nächster. So, anfällig gegen Feuer und gegen Wind. Und das ist auch, naja, das ist so eine Mischung wahrscheinlich. Feuer. Ja, eigentlich kann Nushi das regeln. Dankeschön. Machen wir mal Defensiv-Taktik wieder. So. Nushi ballert die alle weg, der kriegt das schon hin. Kann er vielleicht sogar instant einen wegballern? Nee, ne? Fast. Sollen wir die schon mal ein bisschen anknuspern alle? Oder lieber einen richtig anknuspern? Ne, wir knuspern mal alle ein bisschen an. Und ab nächste Runde werden sich dann einzelne Ziele rausgepickt. Hoffentlich. Auf jeden Fall die Debuffs von Nushi runter, weil der ist da geschwächt zweimal. Okay, einmal ist leider drauf geblieben. Macht schöne Haut und verleiht 3 Tage Glück, würde Trophy sagen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich mag das Monster-Design auch. Ist auch, glaube ich, gar nicht so einfach. Es gibt halt so viele von diesen Monster-Collecting-Games. Ich finde es gar nicht so easy, da sich noch neue Designs auszudenken, die man nicht schon 50.000 Mal gesehen hat. Und was halt auch krass ist, die Monster sahen nicht von Anfang an so aus. Ja genau, 120 Stück auch noch. Die Developer von dem Spiel hier, die haben gezeigt. Bisschen risky gerade. Hat aber geklappt. Die haben auch ein paar Monster überarbeitet. Zum Beispiel der bei mir im Team, also diese Schildkröten-ähnliche Dingen. Das wurde zum Beispiel überarbeitet. Das sah in der Standardversion ein bisschen anders noch aus. Die Katze auch in meinem Team, die wurde auch überarbeitet. Und das fand ich auch interessant zu sehen. Also die hatten eigentlich schon die Monster-Designs und ich würde auch sagen, dass die beide nicht so gut gelungen waren. Aber die haben jetzt mit dem DLC da auch ein paar Monster nochmal ein kleines Update gegeben, ein grafisches. Würde jetzt auch nochmal deutlich cooler aussehen. Also auch interessant zu sehen, wie sich so dieses Pixel-Design auch... Ja, wie man da noch mehr rausholen kann aus diesen kleinen Charakteren. Machen wir einfach weiter AE-Schaden. Oh, der kleine Stein da.
Weiter HE-Damage. Okay, der Kampf war relativ easy. Aber wahrscheinlich, weil Nushi auch einfach eine Maschine ist, was Feuerschaden angeht. So, aber gegen was ist diese Schnecke da anfällig? Wasser und Wind. Okay, dann sollten wir eigentlich Putty reinholen. Aber die Frage, ob sich das jetzt noch lohnt? Naja, wahrscheinlich nicht. Knuspern wir mal den schon mal ein bisschen an. Ah, wir verfehlen ihn ständig. Nushi ist die Nase in der Mitte, genau. Ja, sorry, ich benenne die immer nach den Zuschauern. Aber gut, die Monsternamen würden dir wahrscheinlich auch nicht helfen, ne? Und ich glaube, ich könnte auch bei den meisten die Monsternamen gar nicht, weil ich mir die Monster alle nur mit ihren Chatnamen quasi gemerkt habe. Achso, Putty kann ich noch nicht einsetzen. Ja, aber Darkest Dungeon ist auch ein geiles Streamspiel, um das mit Zuschauernamen zu machen. Ich glaube, Johnson hat sich bisher noch kein Monster ausgesucht. Nee, ich glaube nicht. Wenn du Interesse an irgendeinem Monster hast, dann sag Bescheid. Und guten Morgen dringen. Ich hoffe, es geht dir gut. Vielen Dank für deinen Resub. So, erledigt. Was Katzenähnliches, müssen wir gleich mal gucken. Ja, ich glaube, naja, ja, geht es in die Richtung nach von der Katze, glaube ich. Okay, die sind alle anfällig gegen Wind. Das heißt, hier ist wieder Putty unsere Geheimwaffe. Machen alle Wasserschaden. Fast alle. Ich weiß nicht, ob Shirley hier so eine gute Idee ist oder ob wir lieber Anki nehmen sollten. Aber Shirley ist halt immer geil, weil Shirley alle Buffs draufpackt, die man so haben kann. Dadurch wird Putty natürlich super stark. Wir probieren es einfach mal aus. Putty hat jetzt 4K. Alles klar, Tirael. Schöne Runde dir. Aber wofür kannst du denn 4K? Für einen Furby? Look, der Helm kostet der Helm auch 4K? Kostet der nicht 6K? Oder willst du einen Furby aufwecken? Ah, da springt er wieder dazwischen. Stimmt, I remember. Ah, this is the way mit 4K. Oh, muss ich mal teurer machen. Seit wann kosten die denn 4K? Ja, kann schon sein. Habe ich noch irgendwas auf 6K? Normalerweise ist doch immer hier schön so 6, 12, 24, 36. Naja, ich suche mal ganz kurz einen Link raus. Eine Sekunde. Könnt ihr euch diese Datei hier angucken, wenn ihr nicht im Discord seid? Ja, ne? Müsste doch eigentlich gehen.
Also Johnson vor allem für dich jetzt. Da habe ich mal eine Liste gemacht mit den Monstern, die aktuell noch frei sind, aber das ist nicht mehr ganz aktuell. Also ein paar davon sind schon weg, aber auch nicht so viele. Der Kanko, also wenn du sagst katzenähnlich, also der Spektrallöwe, bringen noch mehr auch eine Katze, der ist noch da. Der Kanko ist noch da, der ist noch katzenähnlich. Ich glaube, das war's mit katzenähnlichen Wesen. Und ich weiß nicht, hat Dring schon eins? Wenn Dring noch keins hat, Dring kann sich natürlich auch noch ein Monster aussuchen. Ich weiß aber nicht, ob du im Main Game dir schon mal eins genommen hast. Weil manche von euch haben sich ja so Quatschnamen genommen für die Monster und deswegen kann ich die nicht mehr zuordnen. So, und ich soll was trinken. Wo ist mein Wasser? Da ist mein Wasser. Guten Morgen, Beach. Danke fürs Reingucken und schönen Sonntag noch und viel Spaß beim Monster Sanctuary. Und danke für die Kanalpunkte. Gut, Johnson, dann musst du mir nur noch sagen, wie der Löwe heißen soll. Welchen Namen soll er haben? Dann ist er dein. Dir ist dieses Spiel unbekannt. Okay, dann, wenn du möchtest, drin kannst du dir auch ein Monster aussuchen. Von dieser Tabelle da. Aber wie gesagt, es sind nicht mehr alle davon verfügbar. So, wo waren wir stehen geblieben? Okay, unser Zug ist dran. Wie sehen unsere Monster aus? Ganz gut. Und wir sind erst in Runde 2. Joachim Löwe. Johnson, okay, alles klar. Ja, das passt. Die Monsternamen sind nicht unendlich lang, aber auf jeden Fall deutlich länger, als man es von Pokémon kennt. Ich notiere mir das schon mal, weil sonst vergesse ich das. Mann ey, meine ganzen Stifte sind beim Fernseher, also an unserem Wohnzimmertisch, weil wir gerade bei Elden Ring immer Notizen machen. Hab ich ja alle. Ist bei mir, was ist bei mir gestorben? Ah, Shirley ist gestorben. Löwe Johnson. Okay. Ist der Wurm noch frei? Ja, der Wurm ist noch frei. Gut, dann nehmen wir wohl mal Anki rein, was? Können wir leider die Debuffs nicht mehr entfernen, aber dafür können wir die Blutungs-Stacks entfernen. Da musst du mir auch nur noch sagen, wie er heißen soll, dringend, dein Würmchen. Okay, Wurmschlingel. Wird notiert. Machen wir dann gleich gegen Ende des Streams, aber ich muss da zu diesem komischen Namensbaum hin das benennen. Ach scheiße, hier ist dieser komische Wal wieder, der diese Blutungsstapel macht. Den müssen wir killen. Der muss weg. Der macht zu viel Schaden. Dann kann Anki auf jeden Fall schon mal ein bisschen die Blutungs-Debuffs hier reduzieren. Das ist nicht ganz so wehtun. Okay, scheiße, wir können jetzt kein Schild mehr machen. Sehr gut, direkt gekillt, perfekt. Nice. Sehr, sehr gut. Good job, Putty. Hilfe! Oh Mann, ey, hoffentlich überlebt Putty das. Scheiße. Putty muss jetzt noch so viel killen wie geht. Warum nehmen die alle so wenig Schaden gerade? Hat Putty ja, ein bisschen Damage-Debuff. Wer davon ist dann am gefährlichsten?
Der ist auf jeden Fall gefährlich, weil der hat auch so einen alten Stack. Die Putty fokussieren wieder. Die Frechdechse. Ich glaube, wir müssen wieder... Nein, Putty ist down. Okay, scheiße. Was machen wir denn da? Terrael. Mist. Buddy ist down. So richtig gut ist es aber jetzt leider nicht hier. Können wir wieder nur darauf hoffen, die Gegner einfach so zu schwächen, dass sie irgendwann von selbst sterben. Und hoffen, dass Terrael keine Frost-Debuffs bekommt. Aber wahrscheinlich früher oder später kriegt er welche, nehme ich mal an. Vielleicht Eski ein bisschen Schaden machen. Nicht wirklich. Ah, das wird wieder ein zäher Kampf. Der Anfang war so gut, aber ich habe es nicht geschafft, Putty zu beschützen. Das schlimmste Monster kommt noch da. Den er da noch auf der Ersatzbank hat, dieser Vodi neu, der ist so nervig. Der hat auch so krasse AE-Frost-Kacke als Angriffe. Die hauen richtig rein. Ach shit, jetzt habe ich zu früh angegriffen. Idiot. Was tut er? Ja, der ist auch gemein. Das war, glaube ich, einer der ersten Champions, der mich richtig auseinandergenommen hat. Im Main Game. Oh, mehr Schilde. Aber die Schnecke ist gleich tot und dann kommt der Fiesmob rein. Das ist schlecht. Und wir haben jetzt mittlerweile Frost. Ja, wir haben Frost-Debuffs. Scheiße. Wo die neu wird auch nochmal Frost-Debuffs machen. Aber egal, wir debuffen jetzt einfach so lange, bis sie keinen Schaden mehr machen. So, jetzt kommt Body neu. Body neu vielleicht versuchen, möglichst schnell zu killen oder so. Falls ich irgendwas habe, was den schnell killen kann. Ah, da kommen die Eissperrgeschosse, die ich angekündigt habe. Oh, okay, Terrael ist down. That's a problem. Und was ist der anfällig? Gegen Wind natürlich. Shit. Shit, 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 shit. Ui. Auf
Vielleicht können wir den trotzdem ein bisschen fokussieren, weil ich glaube, den sollten wir wirklich wegmachen. Das reicht nicht ganz, ihn zu killen. Ah, oh, und jetzt springt das doofe Fieder noch dazwischen. Scheiße. Okay, aber der Kugelfisch ist auch fast down. Aber ich glaube, der macht halt auch kaum Schaden. Der macht jetzt nicht so den Unterschied, ob der da ist oder nicht. Also muss dieser Kackwodi neu weg. Nein! Anki, halt durch. Oh. Also was mit der E-Heilung oder heilen wir lieber? Ne, wir heilen Anki komplett hoch. So weit hoch, wie wir können. Und dann machen wir noch Beschützen auf Anki. Wenn wir Glück haben, kann Nushi vielleicht den Bodhi neu. Ja, dann können wir wegmachen. Okay, sehr gut. Nur die Frage. Wenn der scheiß Blobfisch wieder dazwischen springt, dann haben wir ein Problem. Macht er nicht, okay. Okay, ich denke, dann sollten wir es jetzt überlebt haben. Falls wir nicht noch irgendwie an den Debuffs verrecken oder so. Weil wir auch ganz schön viele Debuffs haben, wie man gerade an Nushi gesehen hat. Auch wieder fast gestorben, instant. Vielleicht kriegen wir mit einem AE jetzt sogar alle weg. Ja doch, ich glaube, das müsste reichen. Der andere stirbt dann hoffentlich an den Debuffs noch. Oder? Der heilt sich ganz schön viel. Nope. Eieieiei. Aber wir haben es geschafft. Nichts mehr machen. Beenden wir es noch mit einem Bang. Puh. Sehr gut. Wie spät haben wir es? Halb. Machen wir noch einen Kampf, würde ich sagen, und dann machen wir noch schnell die Magma-Kammer und vielleicht benennen wir noch die Leute schnell um, ansonsten mache ich das offstream. Dann haben wir es ja fast geschafft. Mache ich vielleicht doch noch einen Stream, um das fertig zu machen? Ich weiß nicht. Eine geht noch. So, Blattschaden, Feuerschaden. Okay, das heißt, wir können auf jeden Fall Nushi nehmen. Und dann machen wir vielleicht auf Nummer sicher. Das ist wieder ein sehr offensives Team scheinbar. Als Mission Nushi beschützen wieder am Start. Oh shit, und wir sind blind. Das ist schlecht. Dann hätten wir Anki nehmen sollen. Ich kann Nushi jetzt den einen direkt schon one-shotten? Nee. Doch. Wenn er hat 55% Chance auszuweichen, das ist natürlich ein Problem. Aber nicht für Nushi. Ja genau, 42 ist das Maximallevel seit dem DLC. Im normalen Spiel war 40 das Hauptlevel. Und jetzt ist es 42. Schitzki. Ui, nein, Nushi darf nicht. Nushi ist tot. Okay. Wie kann das passieren? Genau, im Game Pass ist es mit DLC. Scheiße. Hier ja, alle Schutz auf Putty drauf, den wir kriegen können. So, und dann kann Patty hier direkt den wegballern eigentlich. Im komischen Schemen. Oh, wenn der Yaoi nicht davor springt. Aber dann stirbt der Yaoi halt. Sie sollten sich schämen. Okay, sehr gut. Eski fängt Pattys Schaden ab. So, okay.
befreien wir unseren Tank mal ein bisschen von seinen Leiden. Schützen wir Putty weiter? Ja, wir beschützen Putty weiter. Alles für Putty. Den können wir jetzt killen. Können wir den Schem killen? Nicht ganz, leider. Wir könnten aber dieses Mad-Eye killen. So, Gobbo. Oh shit, der hat auch so Blutungs- und Frostgedöns. Das ist schlecht. Wir müssen Shirley retten. Ich hoffe, das führt jetzt nicht dazu, dass uns Putty wegstirbt. Achso, Putty ist schon beschützt. Okay, dann brauchen wir das eigentlich nicht machen. Ja, wir können auch unseren Tank einfach diesen Goblin-Bogen-Heini wegschießen lassen. Aber der hat 58% Chance, wieder auszuweichen, der Sack. Okay. Ich glaube, das ist ganz gut. Okay, Putty lebt noch. Perfekt. Sehr gut. Das ging ja dann doch verhältnismäßig schnell. So, okay. Wie viele Trainer haben wir denn jetzt noch übrig? Also die zwei Arschgeigen da unten. Und danke, Johnson. Ich benenne dann deinen Charakter um. Danke fürs Zugucken und schönen Sonntag dir noch. Das heißt, hier die zwei Arschgeigen hier unten, die so scheiße schwer sind. Die fehlen uns noch. Und dann hier noch 5, glaube ich, ne? Das heißt, es sind noch 7. 7 Stück sind noch übrig. Ging jetzt aber so schnell, da können wir eigentlich noch einen machen, oder? Was hat denn der für Monster? Hat der wieder sowas Offensives? Ah, ich hab gerade auf die falsche. Ich hab gerade auf die falsche Seite geguckt. Ich dachte, what the fuck, der ist das gleiche Team wie wir. Okay, das ist auf jeden Fall auch ein richtig fieses Team, was der da hat. Ultra offensiv. Vielleicht können wir auch die beiden nehmen. Guten Morgen, Munken. Hallo. Haben wir direkt einen weggeballert in der ersten Runde. Sehr gut. Oh shit, jetzt kriegen wir diese Fesselungen drauf. Aber wir haben ja Anki im Team. Das ist schon mal gut. Jetzt kriegen wir aber wahrscheinlich auch noch Blutung drauf, oder? Nee, noch nicht. Doch, da. Nein. So.
So, und jetzt pflücken wir die mit Nushi alle weg. Welcher ist denn fieser, die doofe Pflanze oder der Arachlich? Ich glaube, der Arachlich ist nerviger. Ah, shit, der wird wiederbeleben. Scheiße. Okay, aber Damage ist bis jetzt okay, den wir kriegen. Versuchen wir es mal hier. 20% Ausweichchance. Vielleicht haben wir Glück. Perfekt. Double Kill. Guten Morgen, Schatzi. Danke für deine Heilung. Jetzt ist die Frage, ob wir wieder Patty mit ins Team noch holen, damit wir diesen blöden Wal da wegkriegen, diesen Orca. So, können wir noch ein paar Debuffs wegmachen. Machen wir mal die von Shirley weg. PCR-Test ist negativ, sehr gut. Dann würde ich sagen, machen wir diesen Wal, den Orca zuerst weg, oder? Der macht nämlich viel Schaden. Und nervt. Jetzt geht's aber schnell mit mal hier. Jetzt fallen die Bosse wie Fliegen. Tada! Auch geschafft. 9.40 Uhr. Können wir noch einen wagen? Was hat er für Monster? Auch wieder super offensiv. Einfach gleiche Kombi nochmal. Ach, die gleiche Kombi nochmal! Die gleiche Kombi, alles klar. Speedrun. Legendäre Trainer, Speedrun. Mal wieder einen wegputzen direkt in der ersten Runde. Ne, leider diesmal nicht. Schade. Mal die Suzune weg, weil die Suzune nervt. Auch wieder wie Sau. Wundert mich nur, warum ist die Suzune in meinem Team nicht so nervig wie in den anderen Teams? Oh, Schitzki. Oh, der Katzerker. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, der wird uns richtig zernichten. Ah ne, das ist der Wandler. Ah, okay, alles gut. Er wird uns trotzdem vernichten, aber dann ist doch nicht so schlimm. Ist nur der Wandler, nicht der Katzerker. So, Debuffs. Ui, da haben wir ja schon einige Debuffs auf Shirley. Ja, die mal weg. So, und dann kann Nushi hoffentlich hier was wegknallen. Nehmen alles 30% Chance nicht zu treffen. Aber die Suzune muss weg. Okay, dieser Bergbaugoblin, der war auch ultra nervig, weil defensiv. Und der ist auch immer vor Gegner gesprungen, die ich killen möchte. Oh shit. Oh, da gehen wir drauf. Nushi ist auf jeden Fall down, glaube ich. Oh ne, noch nicht. Aber wir sind alle fast down. Okay. Jetzt ist die große Frage: Machen wir lieber eine AE-Heilung? Hab schon. So, und kann Nushi vielleicht diesen Zauberheini töten? Stirbt er am Giftbuff vielleicht? Oh nein. Käse.
Jetzt ist Nushi down. Jetzt ist Nushi sowas von down. Hanky ist down. Ist Shirley auch down? Shirley ist auch down. Okay, alle sind down. Sehr gut. That escalated quickly, würde ich sagen. Jetzt ist die große Frage. Eigentlich müsste ich mich auch ein bisschen buffen. Hätte ich mal vorher machen sollen, nicht Honk? Können wir irgendwen von denen schon killen? Den Wandler können wir fast killen und sollten wir wahrscheinlich auch tun, weil er halt super viel Schaden macht. Ja, überleben wir jetzt diese Runde, ist die große Frage. Wahrscheinlich nicht. Okay. Gut, ich glaube, das ist das Zeichen aufzuhören für heute. Ja. Das verlieren wir. Der hat ja noch 5 Monster und ich habe nur noch 2. Das wird nichts. Scheiße, habe ich jetzt nicht mitgerechnet, dass der uns so platt macht. Ja, er ist doch schon tot. Was sagt die Uhr? Okay, wir gehen jetzt noch schnell, der trickst doch. Wir gehen jetzt noch schnell zur Magma. Oh, jetzt ist das Spiel abgestürzt. Nein, huh. Okay. Eieieiei, das wäre es ja noch gewesen. Wäre jetzt das Spiel abgestürzt und wir hätten den ganzen Progress von heute verloren, dann wäre das auf jeden Fall das letzte Mal im Monster Sanctuary gewesen. Ui. Wo ist denn hier mein Steineheber? Hallo? Ah, da. Junge, das war aber knapp. Speichern, ich weiß gar nicht, ob man. Ich kann nur speichern und verlassen, das will ich aber eigentlich nicht. Muss ich ja wieder reinjoinen. So, wir gucken uns jetzt noch ganz kurz an, was, womit wir diesen Magma-Kammer-Schlüssel und so, was da ist. Tada! Den haben wir nämlich von der Statue bekommen. Oh, das ist ein kleines Hundi. Wer bist du denn? Mozzi. Hey, Mensch, kannst du mir helfen? Ein sprechender Welpe? Ich schätze, ich habe schon Seltsameres gesehen. Du musst mir helfen. Ich bin Mozzi und habe mein Herrchen schon sehr, sehr lange nicht gesehen. Kannst du uns sagen, wo dein Herrchen ist? Ich glaube, er ist irgendwo hier unten. Ich bin nicht sicher. Er macht gerne Musik und hat immer Lieder gesungen. Oh, ich vermisse ihn so sehr. Na schön, wir werden uns drum kümmern. Oh, vielen, vielen Dank. Du bist der beste Mensch, gleich nach meinem Herrchen. Ich möchte dich begleiten. Mozzi erhalten. Die Essenz eines treuen Welpen, der sein Herrchen sucht. Wie merkwürdig, wir haben die Essenz des Welpen erhalten. Das heißt, dass er ein Geist gewesen sein muss. Wir sollten seine Bitte trotzdem ernst nehmen. Seine Trauer und sein Leid sind völlig echt. Sich um einen verlorenen Geist zu kümmern, ist eine große Verantwortung. Wen meint er denn? Können wir mit Patty reden? Scheiße, jetzt geht das ja so lange. Ich dachte, wir kriegen nur irgendwie eine Kiste oder so. Wir haben den Geist entsprechend. Wir haben ihm versprochen, ihn zu seinem Herrchen zu bringen. Wir wissen nur, dass er sein Herrchen schon sehr lange nicht gesehen hat und dass dieser gerne Lieder singt. Niemand, der noch lebt. Ist aber nicht hier der komische Alchemist, oder? Der ist zumindest hier in der Nähe. Ja toll, ich weiß nicht, wer das ist.
Ja, dann müssen wir das wohl, muss ich wohl doch noch eine weitere Folge machen. Jemand, der singt und der tot ist? Wer soll das denn sein? Aber nicht der komische. Sollen wir uns mal zum... Nochmal zum Dingensbaum porten, wo der Opa vielleicht noch steht, der im Eis gefangen war? Vielleicht ist das ja eine Quest aus dem DLC oder so. Oder ist damit... Wir haben ja den Schlüssel von der Statue bekommen. Vielleicht müssen wir auch einfach nochmal zu der Statue hin, oder? Ah ja, okay, das ist es. Meister! Endlich habe ich dich gefunden. Oh, ich bin so glücklich. Ich freue mich so, wieder mit meinem besten Freund vereint zu sein. Vielen Dank, Mensch. Tschüss, Mozi. War schön, dich kennengelernt zu haben. Ja, das war die Geschichte von Mozi. Auf gar keinen Fall möchte ich den herausfordern, weil der macht mich fertig. Gut. Wie spät haben wir es? Wie oft habe ich eigentlich... Wie spät haben wir es in diesem Stream gesagt? Jetzt hatte der alles dabei. Ja, so ein bisschen... krasse Materialien. So, den Johnson wollten wir noch benennen. Wen hat der Johnson nochmal? Der wollte den Löwen haben, ne? So, Spektrallöwe Johnson. Zack. Und dann wollte der Dring noch seinen... Hier, dieser Schlingel. Der Wurmschlingel. So, Schlingel. Zack, fertig. Dringel. Gut. Haben wir das auch erledigt? Das war Folge 30 von Monster Sanctuary. Es wird wahrscheinlich doch noch eine Folge 31 geben. Jetzt sind wir ja so kurz davor. Ich muss es irgendwie durchziehen. Das werden wir schon hinkriegen. Vielleicht werde ich offstream noch ein bisschen weiter Champions machen. Dann habe ich vielleicht die Champions schon mal durch wenigstens. Vielleicht werde ich auch noch ein paar legendäre Trainer machen. Keine Ahnung. Mal gucken. Ich werde ja wahrscheinlich mein Team noch ein bisschen optimieren müssen, damit wir gegen diese zwei Trainer bestehen, die halt ultra krass waren und mich einfach komplett kaputt gehauen haben. Ja, ich würde gerne einen Tee nehmen. Ich sag schon mal tschüss YouTube, vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns dann wahrscheinlich in Folge 31 wieder. Bye.